Ja, 4:6, 0:6 Niederlage von Judith Wiesner gegen Arantxa Sánchez Vicario, die im letzten Jahr hier auch im Finale stand, ganz knapp gegen Steffi Graf verloren hatte. Und Judith Wiesner sitzt jetzt bei uns im Studio. Hallo Judith. Hallo. Es war ziemlich eng. Sie hatten einen riesenguten Start, Break vorgelegen im ersten Satz, aber dann den ersten Satz verloren, dann nochmal ganz enges Spiel im zweiten Satz, aber dann ging nichts mehr. Ja, es schaut vielleicht glatt aus, wie es wirklich war. Und ich hatte schon meine Chancen, speziell im ersten Satz habe ich 4-2 geführt und auch bei 3-1 schon Chancen gehabt, das zweite Break zu machen, bei 4-2 auch ein ganz enges Game. Und ich habe eigentlich gefunden, dass ich mehr vom Spiel hatte. Ich war aggressiver, habe versucht, was zu machen. Und ja, die Arantxa ist sicherlich schwer zum Schlagen. Und man hat auch gestern gesehen, da war sie auch schon hinten und ist dann noch stärker zurückgekommen. Was überwiegt jetzt? Sie haben hier noch nie so viel erreicht. Zum ersten Mal im Viertelfinale gestanden, zweimal dritte Runde gespielt, zweimal Achtelfinale gespielt. Überwiegt jetzt die Freude oder überwiegt doch die Enttäuschung? Mit 0-6 verabschiedet man sich natürlich nicht so gerne aus dem Turnier. Wirklich nicht. Jetzt, wo ich schon ein bisschen Abstand habe von dem Match, geht es mir sicherlich schon besser und ich freue mich natürlich, dass ich im Viertelfinale war. Das war immer mein Ziel, einmal beim Grand Slam Turnier ins Viertelfinale zu kommen und dann speziell hier in Wimbledon ist natürlich das Größte. Sicherlich habe ich mir einiges erwartet von dem Spiel heute. Ich habe meine Chancen gehabt und war sicherlich ein bisschen enttäuscht, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, kann ich sehr zufrieden sein. Sie lieben ja schnelle Beläge, spielen sehr gutes Tennis auf schnellen Belägen. Was fehlt Ihnen denn, um die ganz Großen dann auch mal zu bezwingen? Auf diesem Belag? Ja, ich spiele so allround auf allen Belägen eigentlich so ziemlich gut und komme auch auf Rasen gut zurecht. Mir fehlt vielleicht so der ganz große Aufschlag einmal, dass ich ein paar freie Punkte hätte und so der Punktschlag. Ne? Also ich muss nur den Ball den Punkt auch so rausspielen und das ist speziell gegen Arantxa natürlich extrem schwierig, weil sie doch an viele Bälle noch rankommt und dadurch entstehen lange Ballwechsel. Und da hat sie dann ihre Vorteile auch gehabt, aber mir fehlt also so ein bisschen der Gewinnschlag hier. Kommen jetzt gerade eben von der Dopingprobe, Dopingkontrolle. Macht das Sinn Ihrer Meinung nach oder ist es total überflüssig, diese Dopingkontrollen? Werden Sie oft kontrolliert? Ja, das ist unterschiedlich. Ne? Letztes Jahr hatte ich eine Periode, da bin ich ein paar Mal kontrolliert worden, also in den ersten Viertel des Jahres gleich dreimal und seither nicht mehr. Also das ist totaler Zufall und es sollte vielleicht in kürzeren Abständen sein, aber man weiß es eigentlich nicht und bis jetzt war alles immer positiv, also es ist okay. Judith, wir haben gerade über den Belag gesprochen. Am Samstag in der Woche wird Fed Cup gespielt. Es geht um Abstieg gegen Deutschland aus der Weltgruppe. Wieder ein ganz anderer Belag, nicht so leicht jetzt die Umstellung von schnellem Rasen, schnellem Gras. Wieder auf Sand. Ja, ist sicherlich schwer, aber ist für alle gleich. Ne? Die Steffi wird sicherlich hier ins Finale kommen, schätze ich mal, und dann hat sie nur wenig Zeit, sich umzustellen. Die Bälle werden ziemlich hoch springen, da wieder auf Sand und man muss sich wieder auf lange Ballwechsel einstellen und mehr Geduld haben, weil die Punkte einfach nicht so schnell zum Gewinnen sind und für uns natürlich eine sehr schwere Aufgabe gegen Deutschland. Sie fliegen morgen zurück nach Salzburg, übermorgen direkt wieder auf den Sand trainieren? Ja, ich darf jetzt keine Zeit verlieren. Ich muss schauen, dass ich jetzt auf Sand trainiere, an der Ausdauer wieder arbeite und dann hoffentlich in 10 Tagen topfit bin. Gibt es denn eigentlich keine andere Möglichkeit oder hat das österreichische Team gesagt, klar, wir wollen gegen Deutschland auf Sand, auf Asche spielen, weil wir da uns einfach die größten Chancen ausrechnen? Ja, wir haben sicherlich ein bisschen hin und her überlegt. Speziell, wir haben ein bisschen spekuliert, dass vielleicht Steffi Graf nicht kommt, aber das ist jetzt, glaube ich, ziemlich klar, dass sie doch spielt. Und im Endeffekt ist es dann wohl ziemlich egal, auf welchem Boden man spielt. Und wir haben, glaube ich, auf Sand unsere größten Chancen. Wie sieht es mit der Nominierung aus? Wer wird voraussichtlich einzeln spielen, beziehungsweise wann wird fest nominiert, das Team von Ihnen? Ja, es wird jetzt einmal Nominierung an die ITF rausgehen im Laufe des Mittwoch und endgültig feststehen, wer dann wirklich die Einzelspiele erst am nächsten Freitag. Aber das Team schaut so aus, dass natürlich Barbara Paulus und ich und die Barbara Schett auch jetzt schon ziemlich fix sind und um die vierte Spielerin wird sich noch entscheiden. Ja, dann freuen wir uns auf ein schönes Fed Cup Match. Alles Gute. Danke. Judith Wiesner. So, liebe Zuschauer, das kann ich Ihnen sagen, dass wir am 13.04., sprich Samstag in einer Woche ab 14 Uhr live die Fed Cup-Begegnung zwischen Österreich und Deutschland übertragen. Und wir schauen uns jetzt alle Ergebnisse des Tages noch einmal gemeinsam an. Ja, da waren die Achtelfinalergebnisse der Herren von gestern auch noch dabei. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, was hat nur am 13.04.96 in deinem Leben stattgefunden? Ich komme einfach nicht drauf. Fed Cup zwischen Österreich und Deutschland am 13. Juli, also am 13.07., sprich Samstag in einer Woche live bei uns ab
14 Uhr im DSF. Schauen wir uns zum Abschluss nochmal die beiden Tableaus an. Zuerst der Damen. So sieht's aus. Zweimal Halbfinale. In der oberen Hälfte haben sich durchgesetzt Steffi Graf und Kimiko Date gegen Mary Pierce. Und unten spielen Sanchez Vicario gegen McGrath. Zu den Herren, die sind noch nicht ganz so weit. Viertelfinaltag morgen. Sampras Krajicek, Ivanišević, Stoltenberg, Hanman, der Überraschungsbrite gegen Todd Martin und Washington dann gegen Alexander Radulescu. Ja, wir sind am Ende des heutigen Tages. Morgen haben die Damen also spielfrei. Morgen Viertelfinaltag der Herren. Wir fassen alles, was hier passiert auf der Anlage für Sie zusammen zur gewohnten Zeit um 20 Uhr. Tschüss aus London. All right. Yeah.